Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal H1Z1. Und zwar hat er das Spiel, wie wir alle wissen, am Anfang ein bisschen Probleme zu starten. Es war eine reine Katastrophe, die Server waren überlastet und blub. Jetzt seht ihr auch noch mein Gesicht, denn die Aufnahmen, die ihr seht, sind vom ersten Livestream, die ich gemacht habe. Als das Spiel dann funktioniert hatte, nach mehreren Versuchen, kann man eigentlich sagen, habe ich dann das Spiel zum Laufen gebracht und habe natürlich einen Stream gestartet. Und da sind wir auch schon im Spiel. Und als erstes muss ich einfach mal sagen, Leute, sammelt Beeren. Die Sträucher, die ihr hier seht, sammelt diese Beeren. Ihr werdet mit diesen Beeren, die werden euch das Leben retten. Das kann ich euch mal sagen. Das Essen und Trinken in diesem Spiel geht sehr, sehr schnell zu Ende. Es geht sehr, sehr schnell runter und die Beeren füllen alles wieder auf. Zwar langsam, aber sie füllen auf und das ist wichtig hier in diesem Spiel, denn es gibt verdammt nochmal wenig Loot. Also sammelt die Beeren, ich kann mich nur wiederholen. Ja, ansonsten, das Spiel ist halt ein bisschen ein Laufsimulator, wie wir das von anderen Survival-Spielen kennen, aber das ist ja nicht wirklich schlimm, würde ich mal sagen. Ihr seht viele Laufwege, aber was zwischendurch natürlich passieren kann, ist ein bisschen Action, wenn zum Beispiel hier Wolf angreift, den ich hier mit Mühe und Not mit meinen Händen zum Glück platt gekriegt habe. Nach einer langen Schlacht hatte ich den endlich mal ihm die Fresse poliert und BOOM! Und da rutscht er den Berg runter. Ihr seht, es ist möglich, aber natürlich hatte ich kein Messer dabei. Das braucht ihr nämlich, um Tiere oder Zombies auszunehmen. Von Tiere bekommt ihr mehrere Dinge, das sehen wir dann später noch im Video. Und von Zombies könnt ihr Kleidung oder Munition oder was auch immer erhalten. Ich hatte hier natürlich probiert. Dann sehen wir hier ein paar Häuser von Spielern. Die kann man absichern, nachdem man sie gebaut hat, mit einem vierstelligen Code. Habe ich natürlich hier versucht. Ja, 1, 2, 3, 4. Sehr guter Code. Mit Einschlagen ging es auch nicht. Gut, ich hatte natürlich nur ein Stöckchen dabei. Aber was soll ich sagen? Leute, sammelt Beeren. Ich kann mich nur wiederholen. Sammelt die verdammten Beeren. Ihr müsst immer gucken, dass ihr genügend Beeren dabei habt, weil trinken und essen gibt es wirklich nicht viel. Und Wasser sammeln könnt ihr nicht einfach so. Dann seht ihr dann später noch wieso. Und ja, sammelt Beeren. Dann, was es zu sagen gibt, Leute, genießt das Sonnenlicht, genießt den Tag. Weil in diesem Spiel ist meistens Nacht oder neblig oder dunkel. Also genießt den Tag, wenn er mal da ist, und ja, zeigt euch, guckt Dinge an, lootet, was das Zeug hält, denn ihr müsst unbedingt Dinge finden. Ihr könnt eigentlich alles angucken, ihr könnt Autos looten, was es zu sagen gibt. Es kann auch Dinge in den Wagen liegen, also nicht looten, sondern reingucken ist die Devise. Wie auch hier, der kleine Laden hier. Was es zu sagen gibt, Kisten können zerschlagen werden. Ihr seht hier im hinteren Raum sind diese Kisten hier. Und die könnt ihr mit den Fäusten am besten einfach platt schlagen. Hier ein paar Schläge. Da gibt es Bretter und manchmal ist auch Munition drin. Und. Also immer diese Kisten hier kaputt schlagen. Sehr, sehr wichtig. Und auch die Schränke hier, alles immer schön looten. Hier, Achtung, eine Falle, die gibt es nämlich auch. Wenn ihr da reintretet, könnt ihr daran sterben. Also Vorsicht hier an diesen Fallen. Spieler können diese bauen. Ihr könnt diese auch selber bauen. Ist eigentlich nicht mal so schwierig. Und ja, geil. Hier sehen wir ein Fahrzeug, das fahren sollte. Aber wie ihr seht hier im Menü, alles fehlt. Kein Licht, kein Motor, kein Startdings. Doch ein Motor haben wir, aber sonst fehlt eigentlich alles und so ist der Wagen
relativ nutzlos. Dafür, hier sehen wir einen Brunnen. Die sind überall auf der Karte verteilt. Ihr könnt da hingehen, eure Flasche füllen oder daraus trinken. Der Nachteil ist, wenn ihr direkt trinkt, so wie ich hier, dann ist das Wasser dreckig und ihr werdet krank. Ihr seht das rechts unten. Es zieht ein bisschen Energie ab, aber immer noch besser als zu verdursten. Also, wenn es mal nötig ist, könnt ihr hier von den Brunnen trinken. Ansonsten Flasche füllen, Feuer machen, dann abkochen und dann sollte das eigentlich nichts mehr machen. Ich habe hier natürlich alles aufgefüllt, scheißegal auf meine Gesundheit, aber ja, müsst ihr selber wissen. Hier noch ein paar nette Spieler, den ich geschrien habe, als sie vorbeigefahren sind. Sie haben tatsächlich angehalten, haben mir Auskunft gegeben und sind dann wieder weitergefahren. Man muss wirklich sagen hier, es gibt sehr viele nette Spieler in diesem Spiel. Sehr hilfsbereite Spieler. Hier sehen wir noch gleich die Karte. Also ein Teil der Karte. Im roten Pfeil, da sind wir jetzt. Und es gibt überall auf der gesamten Karte solche Ausschnitte verteilt. Die helfen euch wenigstens ein bisschen bei der Orientierung. Die Karte ist jetzt noch nicht so riesig, aber später wird das dann ziemlich hilfreich sein, denke ich mal. Und natürlich nicht vergessen, Beeren sammeln. Beeren. Ich mag Beeren. Gut, dann zu den Zombies. Die könnt ihr natürlich hauen. Mit allem, was ihr habt. Ich habe es hier mit dem Hammer versucht. Hat nicht wirklich sehr gut funktioniert, aber ich habe ihn dann platt gekriegt. Ihr könnt die Zombies auch von Hand K.O. schlagen, kein Problem. Aber natürlich ist eine Waffe immer von Vorteil. Ja, in dieser Szene sehen wir, ich habe ein paar Spieler getroffen, die mich eigentlich locker überfallen könnten. Aber obwohl sie irgendwie eine andere Sprache sprechen als ich. Und ich gesagt habe, es gibt hier freundliche Spieler. Ach was, seht am besten selbst. Hallo. Hey guys. Do we need a flat? Yeah, why not? If you have one left. What? Thank you, man. You are welcome. Bye bye. Bye bye. Ha. Sehr geil, sehr geil. Ja, ihr seht, in H1C1 gibt es sehr, sehr viele nette Spieler. Also redet mit den Leuten. Ihr könnt mit denen Dinge tauschen. Weil, ja, wie gesagt, Loot ist selten. Hier haben wir dann einen Bogen gecraftet. Der ist das geilste überhaupt. Er ist relativ einfach zu craften. Und die Pfeile sind auch erstens wieder einsammelbar und zweitens auch sehr, sehr einfach zu craften. Hier hat mein Kollege versucht, mit dem Pfeil den Wagen zum Explodieren zu bringen. Hat leider nicht ganz funktioniert. Aber eigentlich ist der Bogen auch hier nicht für sowas gedacht, sondern zum Jagen. Und das sehen wir gleich, wie das funktioniert. Hier musste ich natürlich auch nochmal kurz versuchen, das erste Mal versuchen zu schießen. Und ja. Hat nicht so gut funktioniert. Aber dann, ein bisschen später, als wir das erste Tier sahen, hier kommt es gleich hinter dem Hügel. Wie ist es denn da? Habe ich dem zwei Pfeile in den Arsch geschossen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber irgendwie war das Tier auch festgeglitscht, meine ich natürlich. Und hat sich nicht wirklich bewegt. Um die Tiere zu looten, ganz einfach, das Messer rauspacken oder irgendeinen scharfen Gegenstand. Und, das habe ich hier auch nicht ganz gecheckt am Anfang, einfach mal, ja,
kommt gleich, raufhauen und dann sammelt ihr das Fleisch ein. Wie ihr seht, ich habe es jetzt hier im Inventar und ich könnte das jetzt grillieren und dann natürlich essen. Was es zu sagen gibt, jedes Tier gibt andere Dinge, also auch dieselbe Rasse gibt andere Dinge. Ihr seht gleich, was ich meine. Das hier hat jetzt nur 2 Fleischstücke gegeben. Und das nächste Tier, das ihr eigentlich jetzt sehen solltet, genau, da ist es schon. Kurzen Moment. Kurz einen Pfeil reinjagen oder 2 oder 3. Ich habe hier ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Und. Verdammt, das habe ich da so lange gemacht. Einmal. 2-mal. Und 3-mal. Wieder in den Arsch, dann stirbt es schneller. Okay. Schnell hin. Messer in die Hand. Selbe Technik wie vorhin. Raufhauen. Und ihr seht, es gibt noch andere Dinge. Animal Fat und Deer Bladder. Das Animal Fat ist sehr wichtig. Mit dem könnt ihr Fackeln machen. Die seht ihr dann später. Also unbedingt mitnehmen. Hier. Nach den warmen Eiern haben wir endlich herausgefunden, wie wir unser Lagerfeuer entzünden können. Und zwar gibt es ein Tool, das ihr craften könnt. Also ihr müsst nicht unbedingt ein Feuerzeug finden. Ihr könnt auch aus Holz und Kleidung, glaube ich, das craften. Und mit dem könnt ihr dann hier, mein Freund hat das gerade gezeigt, das Feuer entzünden. Funktioniert ganz gut. Dann könnt ihr euer Essen grillieren oder das Wasser aufkochen. Und ihr seht hier das Inventar, die Rezepte, die Crafting-Rezepte sind ein bisschen mehr geworden hier. Einfach mal zum Zeigen. Und wir haben nichts unbedingt so lange gespielt. Ein paar Stunden vielleicht. Und ja, also ihr müsst schon ein bisschen Geduld mitbringen, wenn ihr H1C1 spielen wollt. Aber dafür habt ihr auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wie hier. Ihr könnt eine kleine Falle bauen. Ich werde die hier gleich mal craften und dann gleich auf den Boden pflanzen. Dann kommen mit der Zeit hier Hasen rein. Die könnt ihr dann rausholen und ja, das Fleisch natürlich essen. Und wie gesagt, Leute, achtet auf das Essen. Es geht sehr, sehr schnell runter. Und das Trinken natürlich auch. So, das war's für heute. Von dem Tutorial Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Überlebenstipps geben. H1C1, ein Spiel, das ich wirklich empfehlen würde. Es gibt schon für eine Early Access eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ihr könnt sehr viele Dinge bauen, craften, ausprobieren und so weiter. Es gibt mehrere verschiedene Server. Es gibt PvP, PvE, Headshot Only und. Also, wenn ihr Bock habt auf solche Spiele, dann zieht es euch rein, ladet es euch runter. Ansonsten abonniert den Channel, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Saugt, ihr wisst, was ich meine, saugt euch das Spiel. Es lohnt sich wirklich, hört nicht auf die schlechten Kommentare, es läuft wirklich einwandfrei. Und jetzt bin ich raus, abonnieren, liken und was in die Kommentare. Bis bald, ciao.